Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir auf den Fall und Aufstieg von Tanzverbot. Ja, krass. Also, das Video wurde mir einfach vorgeschlagen. Da dachte ich mir, wow, könnte interessant sein, weil ich finde, Tanzverbot ist einer der wirklich coolsten Leute aus ganz YouTube und Twitch Deutschland. Wie er manchmal da seine, ja, seine Ausraster-Verhaltensstörungen hat, ne? Fühle ich einfach zu 100%, ne? Kann man echt gut drüber lachen. Ich fühle den Typ auf jeden Fall. Ich mag ihn sehr, gucke ihn sehr gerne. Und da dachte ich mir, das schauen wir uns heute einfach mal an. Und ja, let's go. Yo Leute, ein Doppelpeace. Hier ist wieder Tanzverbot. Kilian Heinrich, wie Tanzverbot im echten Leben heißt, spricht in diesem Video über seine dunkelste Zeit. Darüber, wie er versucht hat, sich mit Hilfe von Fastfood das Leben zu nehmen. In der Hoffnung, dass mein Herz irgendwann mal schlapp macht und ich einfach im Schlaf sterbe. Die Haare sind fettig, die Haut wirkt ungepflegt. Krass, das wusste ich gar nicht. Holy shit, heftig. Das Einzige, was er trägt, ist ein alter grauer Bademantel, sein Markenzeichen. In diesem Moment gehört er zu den meistgehassten YouTubern Deutschlands. Seine Situation scheint aussichtslos. Doch ein paar Jahre später hat Tanzverbot die Million auf YouTube geknackt, sich von Sido einen Song schreiben lassen und sein Leben radikal geändert. Wie hat er das geschafft? Ja, das weiß ich noch. Ich verfolge ihn ja auch schon länger, Tanzverbot, ne? Der Hate damals, der war wirklich krank und dann auch damals da bei Madeira, wo der war. Aber das komme ich gleich im Video, dann sage ich dann was dazu. Sehr krass auf jeden Fall, krasses Intro. 2010 ist das alles noch weit weg. Ungefähr in diesem Jahr bricht Kilian die Schule ab. Er ist gerade mal in der 8. Klasse, hat schon mehrfach die Schule gewechselt, aber immer wieder Probleme mit seinen Mitschülern. Er wird gemobbt, aufgrund seines Übergewichts, seines Aussehens und seiner Zahnlücke. Jetzt hält er es einfach nicht mehr aus. Leute, lasst so eine Scheiße und mobbt keine anderen, weil sie ein bisschen mehr Gewicht haben oder irgendwas. Lasst so eine Scheiße, das ist nicht cool. Das ist einfach nur. Leute, die das machen, die fühlen sich immer cool, aber das ist gar nicht cool. Das ist absolut Schmutz. 2012 wird Kilian wegen Computerspielsucht in eine Psychiatrie eingewiesen. Zusammen mit Suizidgefährdeten und Drogenabhängigen verbringt er die nächste Zeit in der Alter. geschlossenen Abteilung. Die ersten 4 Wochen darf er das Gebäude nicht verlassen. Er fühlt sich behandelt wie ein Idiot. Wenn ich den Computer im Shit. Sekretariat angeguckt habe, wurde mir befohlen, wegzugehen, weil sie davon ausging, dass meine Sucht mich übermannte und ich an den Rechner musste. Nach eigenen Aussagen. Was? Ach krass, das wusste ich gar nicht, ey. Das Ding ist halt, das ist irgendwie, das hört sich so krass an, ne? So ein Computerspielsüchtiger neben so Drogensüchtigen und Suizidgefährdeten. Holy shit. Das hört sich halt so krass an, aber Computersucht ist natürlich auch krass, aber ja, es ist halt krass, ne? Aber ich glaube, so ein Hardcore-Drogensüchtiger ist dann natürlich nochmal ein Stück, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass der einen heftigen Ausraster schiebt, ist, glaube ich, höher oder Suizidgefährder als ein Computerspielsüchtiger, oder? Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber das ist jetzt eine Vermutung, ja. Soll er bei einem Intelligenztest irgendwelche Steine aneinanderlegen? Doch Kilian hat keine Lust. Der Psychologe stuft ihn daraufhin als unterdurchschnittlich intelligent ein. Nach 6 Wochen darf Kilian wieder nach Hause. Seinen Schulabschluss nachholen wird er nie. Doch auch zu Hause hatte er es nicht leicht. Kilian Heinrich wird am 8. Februar 1997 in Berlin-Pankow geboren. Seine Eltern trennen sich Panko. früh, er wächst hauptsächlich bei seiner Mutter auf. Das kleine Zimmer bei seiner Mutter in Pankow ist der Mittelpunkt seines Lebens. Raus geht er kaum. 2010 fängt er mit YouTube an. Mann, das ist so traurig bis jetzt. Scheiße. Lädt Videos zum Spiel Crossfire hoch und gründet um sich herum eine Crossfire. erste kleine Hassgemeinschaft. Ich habe das dann nicht verstanden, wenn ich 15 Stunden am Tag dieses Spiel spiele, wie jemand besser sein kann als ich. Das hat mich dann sehr aggressiv gemacht. Und ja, dadurch ist dann halt so eine Hate-Gemeinschaft, eine Hassgemeinschaft um mich herum entstanden. Sein Kanal Tanzverbot gründet Kilian 4 Jahre später. Auf den Namen kommt er, als er sich durch Wikipedia-Artikel klickt. Was genau er bedeutet, weiß Kilian lange Zeit nicht. An Karfreitag, also dass dieses tatsächliche Verbot, kirchliche Verbot, Tanzverbot existiert, das wusste ich zum Moment, wo ich mir den Namen gegeben habe, wusste ich gar nicht, dass der Verbot Ja. existiert. Ja, das wird ja auch immer jedes Jahr irgendwas, wenn dieser Feiertag ist, dann immer irgendwas dazu auf Twitter zu wegen Tanzverbot, also wegen dem Verbot und wegen der Person Tanzverbot.
2014 beginnt Kilian damit, auf dem Kanal seinen Alltag zu dokumentieren. Auch wenn der zugegebenermaßen nicht gerade abwechslungsreich ist. Kaum einer will dem blassen Jungen im grauen Bademantel dabei zusehen, wie er zockt, Fastfood isst und Energydrinks in sich hineinschüttet. Sein Content bleibt lange Zeit weitestgehend unbeachtet. Das ändert sich im Januar 2016. Da lädt Kilian ein Video hoch, das ihm auf einen Schlag eine ungewohnte Reichweite einbringt. Im Video macht er sich über Leute lustig, die Minecraft auf ihrem Handy spielen. Er beleidigt die Spieler regelrecht. Irgendjemand fühlt sich... Ja gut, aber Minecraft auf dem Handy ist aber auch... ist halt Minecraft auf dem Handy. Tatsächlich provoziert, teilt das Video in einem Community-Forum mit 80.000 Minecraft-Mobile-Gamern und auf einmal hat Kilian innerhalb eines Tages 1.000 Aufrufe auf dem Video. Die Reaktionen sind zwar überwiegend negativ, aber Kilian ist das erstens schon gewohnt und merkt zweitens, mit Hate gegen die richtigen Leute lassen sich gut Klicks machen. Die berühmt-berüchtigten Ansagen sind gemacht. Tanzverbot beginnt nun damit, alles und jeden zu beleidigen. Er schießt gegen Gronkh, Baby und Montana Black. Gegen Lidl, Vegetarier. Die Videos sind auch so krass. Ne? Also die sind, wenn ihr die Videos nicht kennt, guckt die euch mal an. Die sind wirklich krass. Und die Bäckersfrau. Die Angegriffenen reagieren oft reichweitenstark zurück. Auch einer lässt Tanzverbotsbeleidigung einfach auf sich sitzen. Und so werden immer mehr und mehr Leute aufmerksam auf den übergewichtigen Jungen mit der Zahnlücke, der alle in Grund und Boden beleidigt. Die Welle an Hate, die ihm dafür entgegen... Das Ding ist, wenn man es richtig angeht, wird das heute auch noch funktionieren. Safe. Bin ich sehr davon überzeugt, dass man das, dieses, wie er es gemacht hat, wenn man es wahrscheinlich ein bisschen anders umsetzt, nicht einfach dumm drauf losbeleidigen, ein bisschen anders was macht, dann wird das immer noch klappen. Dass man so schnell Reichweite bekommt. Aber das Ding ist, wenn man das macht, bei ihm hat es geklappt bei Tanzverbot, ne? Es kann halt sein, oder bei den meisten wird es so sein, die würden so Videos machen, dann haben die kurz für einen Augenblick Reichweite und Aufmerksamkeit, aber das hält dann nicht lang, ne? Ja, das. Aber er hatte da halt wirklich Glück, ne? Bei sowas. Schlägt es hoch. Für kurze Zeit wird Tanzverbot sogar zum meistgehassten YouTuber Deutschlands. Das ist krass. Doch das Blatt wendet sich bald. Immer mehr Menschen finden nach und nach Gefallen an seinem Content. Denn Tanzverbot verstellt sich nicht, ist real und steht, wie in einem FAZ-Artikel von 2019 beschrieben, wie kein zweiter für die radikale Verweigerung gegen den Zeitgeist der Selbstoptimierung. Denn auf YouTube sind Mitte der 10er Jahre eigentlich vor allem diejenigen erfolgreich, deren Leben man beneidet. Die in ihren großen, schönen und aufgeräumten Wohnungen leben. Dinge haben, die man selbst gern hätte. Ja, die mit makelloser Haut und weißen Zähnen die Kamera lächeln, während sie ein Produkt in ihren Videos platzieren. Es ist die Zeit der Influencer. Und Influencer müssen vor allem eins sein: vermarktbar. Tanzverbot ist das Gegenteil. Er ist der Outfluencer. Seine Welt ist nicht aus Plastik. Seine Welt ist real. Sie spielt sich ab auf ca. 30 Quadratmeter. Irgendwo zwischen Brandenburg und Berlin. Zwischen Pfandflaschen und Fastfood-Verpackung. Gut, auch bei Tanzverbot wird konsumiert. Aber nicht als Statussymbol, sondern als Selbstzweck. Und das schauen sich immer mehr Leute gerne an. Dass Hater aber meistens lauter sind als Fans, muss auch Tanzverbot immer wieder schmerzlich feststellen. 2017 zieht Kilian in seine erste eigene Wohnung in Berlin um. Oh, das mit der Wohnung, das weiß ich noch, ne? Das habe ich ja auch live, also nicht live im Stream mitbekommen, wenn es jetzt das ist, was ich denke, was jetzt kommt. Aber halt auf gleichen Tag noch auf YouTube irgendwie mitbekommen, das war sehr schlimm. Branienburg und begeht einen folgenschweren Fehler. In einem seiner Streams zeigt er glücklich und stolz sein neues Zuhause. Doch Hater finden anhand des Videos den Standort seiner Wohnung. Sie leaken seine Adresse und über Kilian bricht die Hölle los. Plötzlich bestellen Leute Essen zu ihm nach Hause, werfen Pizzastücke an die Häuserfassade oder lauern ihm vor seiner Wohnung auf. Sie rufen in seinem Namen ohne Grund den Notruf, die Polizei oder die Feuerwehr. So geht das monatelang. Aber nicht nur Kilian ist mit den Nerven am Ende. Auch die Nachbarn und sein Vermieter... Da war doch irgendwie so ein Stream, wo der geschlafen hat und da wurde im Stream doch seine Handynummer geleakt, oder nicht? Und dann ist das über Nacht da total eskaliert. So war das doch, oder? Also das war das jetzt, was ich eben meinte, was ich gesagt hatte. Das war auf jeden Fall, das war sehr krass. Da tolerieren die Umstände irgendwann nicht mehr. Nach wenigen Monaten wird ihm die Wohnung gekündigt. Kilian muss umziehen. Also sucht er sich eine neue Wohnung, klebt die Fenster zu, verbarrikadiert sich in seiner Festung und macht weiter seine Streams. Und dann passiert etwas, was erstmal unspektakulär klingt, für Kilian aber alles verändert. Er macht seinen Führerschein.
Plötzlich schafft er es aus seinem Zimmer raus, fährt erst ein bisschen durch die Stadt und entdeckt seinen... Und dann kamen die geisteskranken IRL-Streams, ne? Die so cool waren. Bis heute noch. Also Tanzverbot IRL-Streams, immer, immer cool, wirklich. Nachbarschaft. Dann will er mehr. Ey Leute, ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Ich spüre auf einmal so einen krassen Freiheitsdrang in mir. Ich muss raus. Cool. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich will nur noch in die Welt hinaus. Ich war noch nie im Urlaub. Anfang 2020 reist Kilian zum Streamer Unge nach Madeira, um sein Leben vollständig zu ändern. Eigentlich will er 3 bis 6 Monate bleiben. Doch schon nach 2 Monaten scheint sich alles zum Besseren zu wenden. Kilian nimmt 8 Kilo ab. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sie das Experiment allerdings wenig später abbrechen. Trotzdem, heute ist... Ja gut, da war ja noch was anderes. Da war ja noch dieser Beef mit Abdel, ja. Der Junge im Bademantel, der auf YouTube Fastfood und auf Pornhub echte Pornos rezensiert hat, längst nicht mehr aus YouTube und Twitch Deutschland wegzudenken. Selbst innerhalb der Szene wird er mittlerweile respektiert. Früher war ich kurz davor, zu ihm nach Hause zu fahren und ihm einen Arschbohrer zu geben. Und jetzt verstehen Kilian und ich uns super und haben ein gutes Verhältnis, sind, würde ich sagen, Freunde geworden. Und auch wenn er Ende 2023 Insolvenz anmelden musste, scheint es ihm heute insgesamt deutlich besser zu gehen. Seine Hater haben ihn verlassen, doch seine Fans sind geblieben. Lust auf eine weitere YouTuber-Biografie? Dann klick hier. Ey, krass, und ein cooles krass, Interview krass. Mit Tanzverbot gibt's bei Henkes Corner. Bis zur nächsten Lebensgeschichte. Der Biograf. Der Biograf. Ey, der Biograf. Krasses, krasses Video. Fand ich sehr, sehr cool gemacht. Auch die Animation. Richtig cooles Video, ne? Cool. Könnten wir öfter mal abchecken. Ich guck mal, was es da noch so gibt für Videos. Und das fand ich jetzt wirklich sehr cool. Hat mir gefallen, das Video. Sehr cool. Mir hat es dir gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.